Wir wollen jetzt uns einmal nochmal Gedanken machen über den zwanghaften Mechanismus des Menschen. Es ist immer klar, wenn ich was erzähle, ich erzähle es den Geist, der mir jetzt zuhört und nicht irgendeinen Menschen, den du dir ausdenkst. Das ist für mich interessiert, ist nur der interessant, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Und der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört, der das hört, ist nicht irgendein Gedanke. Das heißt, es ist weder der, der jetzt vom Computer sitzt, noch irgendeiner dieser Pixelmännchen auf dem Bildschirm. Es geht um den zwanghaften Mechanismus. Der Mensch, der Trockennasenaffe, der du zu sein glaubst, ist letztendlich eine Marionette und an den Fäden dieser Marionette, an den Fäden der Emotionen, die du, Geist, volle Breitseite zu erleben bekommst, an diesen Fäden zieht nur dein eigenes Ego. Das heißt, wenn du dich schlecht fühlst, psychisch wie physisch, es ist niemals irgendein Reizauslöser, irgendeine Information, die in dir auftaucht, schuld, sondern deine Reaktion drauf und deine Interpretation. Jetzt muss ich ein kleines Wort noch mit einfügen, nämlich zwanghaft. Deine zwanghafte Reaktion und deine zwanghafte Interpretation von Erscheinungen erzeugt in dir die Gefühle in Maßsetzung deines Programms, das sich in dir abläuft. Und das will ich jetzt ein bisschen vor Augen führen, indem wir ganz einfach uns mal eine raumzeitliche Geschichte ausdenken. Habe ich aus der Zeitung heraus ein 20-Jähriger massakriert mit einem Messer seine 17-jährige Schwester. Großes Bild drin, die Kleine blutüberströmt. Ich weiß nicht, ob sie es überlebt hat. Und die Eltern, die eigenen Eltern, haben dabei zugeschaut. Was hat er gemacht? Er hat die Ehre der Familie wiederhergestellt. Die Ehre seiner Familie, weil seine Schwester, die kleine Schlampe mit 17, sich von einem Deutschen schwängern lassen hat. Wenn man das jetzt in der Zeitung liest, ist man entsetzt, empört, vor allem wenn du hier, ich sage mal, in Deutschland groß geworden bist und einen christlichen Hintergrund hast, egal welchen christlichen Hintergrund, ist es unvorstellbar, was die machen. Für den, der das macht und die Eltern, ist es vollkommen normal. Es ist normiert. Es ist nur ein anderer Glaube, es ist ein anderer Schwamminhalt. Und man muss sich jetzt eins klar machen, das ist diese Toleranz, die ich fordere, dass wir in keinster Weise irgendwelche logische Systeme kritisieren, sondern uns die Unvollkommenheit von einseitigen logischen Denksystemen, ob jetzt das naturwissenschaftliche Denksysteme sind oder ob das religiöse Denksysteme sind, solange irgendein Denksystem, man nennt es im Allgemeinen Glaube, solange ein Denksystem im Widerspruch zu anderen Denksystemen steht, ist es einseitig unvollkommen, lebst du in der Welt der Perspektiven. Wenn wir jetzt in unserem Schwammbeispiel den 20-Jährigen als Baby genommen hätte und er wäre in Deutschland groß geworden, bei einer Familie christlich erzogen, wobei ich jetzt nicht sage, dass der christliche Glaube richtiger ist wie der muslimische Glaube, dann wäre derselbe Mensch jetzt normal gedacht, wäre genauso entsetzt, wenn er das liest. Bloß jetzt ist er der, der eine Tat bewertet, die er mit der anderen Logik selber vollzogen hat. Und es ist eine Ehrentat. Er hat ja die Ehre der Familie wiederhergestellt. Ob jetzt da wirklich eine Ehre hergestellt wird oder ob diese Tat eigentlich die totale Entehrung ist, nicht nur einer Familie, eines Menschen, sogar eines ganzen Glaubens, der sowas vorschreibt, liegt wieder in Maßsetzung der Logik, mit der du das bewertest. Okay, wieso erzähle ich jetzt die Geschichte? Ich habe jetzt extra dieses krasse Beispiel genommen, weil man reagiert bei so krassen Beispielen natürlich sehr intensiv, rechthaberisch. Du wirst feststellen, deine Logik erscheint dir vollkommen logisch. Die muss aber eins klar sein, dass mit der anderen Logik, zum Beispiel jetzt mit dieser muslimischen Logik der Ehrerrettung der Familie, deine Logik vollkommen unlogisch ist. Weil jeder, der das jetzt nicht machen würde, lebt in Sünde, entehrt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber deinen eigenen Glauben, den hast du dir überhaupt nicht raussuchen können. Das ist mein Schwammbeispiel. Aber was mir jetzt viel wichtiger ist, wenn man das einmal erkannt hat, dieses zwanghafte Funktionieren, in Maßsetzung der Logik, die man zum Denken benutzt, wo man meint, das ist die eigene Meinung, und ich sage immer, das ist eine Anderung, das ist nicht deine Meinung. Wenn du nämlich nachforschst, wirst du feststellen, dass all deine Meinungen letztendlich die Meinung von anderen Menschen sind. Ich nenne das immer die Meinungen deiner Lehrer und deiner Erzieher, die wir uns jetzt in die Vergangenheit ausdenken, wirst du irgendwann einmal erkennen, dass in der Vergangenheit niemals irgendetwas passiert ist.
Musst du einfach nur die vorhergehenden Selbstgespräche anhören. Da sind wir so oft drauf eingegangen. Was jetzt viel wichtiger ist, dass du irgendwann einmal dich so weit erhebst und dir bewusst machst, dass das auch für jede Kleinigkeit in deinem Alltag gilt. Diese ganzen Marotten, die in dir ablaufen, ich nenne das einmal Marotten, diese zwanghaften Reaktionen, die für dich vollkommen logisch sind, die für einen anderen, aus einer anderen Logik betrachtet, wie du oft teilweise unheimlich unbewusst, ich benutze sogar mal das Wort Schizophren, Sinn oder Aussehen, den Eindruck machen. Das kann man sehr schön in Partnerschaften antesten, wenn der Partner irgendwas macht, da muss nicht unbedingt ein Streit geben, aber gewisse Kleinigkeiten beobachten wir an den anderen, wo man eigentlich den Kopf schüttelt mit seiner Logik und umgekehrt genauso. Bis man sich dann arrangiert, wie ich immer sage, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und das ist, was halt dem Menschen abgeht, ist die Toleranz und vor allem die Fähigkeit zu erkennen, was hier und jetzt wirklich ist. Da kann man nur immer gebetsmühlenhaft diese einfachen Sätze wiederholen, da gibt es nichts zu diskutieren. Das heißt, in dem Moment, wo du dir wirklich bewusst machst, was jetzt da ist, und das, was du interpretierst, was über die Grenze hinausgeht,